Mach's gut. Na, haben Sie es hinter sich? Ja. Hey, wo fahren Sie hin? Sie wissen doch gar nicht, wo ich hin will. Ich nehme an, nach Hause. Und wo ist das? Ich weiß das genau. Sie waren mal eine öffentliche Person nach dem Tod Ihrer Frau. Wie lange haben Sie eigentlich gesessen? Warum interessiert Sie das? Weil ich mich an Ihre Geschichte noch aus der Zeitung erinnere. 2 Jahre und 230 Tage. Sind Sie aber eigentlich noch gut bei weggekommen. Finden Sie? Ja, das finde ich. Reich sind Sie jetzt auch noch. Halten Sie den Mund. Ich habe eine Leidenschaft für Kriminalfälle. Das war kein Kriminalfall, das war ein Unglück. Ja, ich weiß. Das war damals die Strategie Ihres Verteidigers. Lassen Sie mich in Ruhe! Alles Gute. Danke. Wie kommst du denn hier rein? Bei dir einzubrechen ist ziemlich einfach. Was willst du? Hey, ist das vielleicht eine Begrüßung für einen alten Kumpel aus dem Knast? Hm? Habe ich mit dem letzten Geld in unsere Freundschaft investiert? Ich will das nicht. Ich will, dass du abhaust. Na, das wird nicht gehen. Mein Bett zu Hause neben meiner Frau ist besetzt. Also, wo soll ich hin? So ein Glück hat man nur einmal im Leben, jemanden mittig kennenzulernen. Er schießt seine Alte, wird nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und kriegt auch noch die Dienstversicherung von ihr ausbezahlt. Dein Glück, dass du so besoffen warst damals. Das war mein Unglück. Ich habe sie geliebt. Ist ja gut. Lass uns auf deine Liebe anstoßen. Gott hab sie selig. Ich werde dir Geld geben und du verschwindest aus meinem Leben. So viel Geld wirst du mir freiwillig nicht geben, damit ich verschwinde. Ich bleibe. Du kannst mich als dein Diener beschäftigen. Ich bin treu und ergeben. Rühr dich nicht von der Stelle. Ach, Herr Gallo. Mit Ihnen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Haben Sie denn mit jemandem gerechnet? Nein. Kommen Sie rein. Ich habe nicht viel Zeit. Die Tür sollten Sie bald erneuern lassen. Ja. Wir haben noch Schlüssel von Ihnen. Danke. Ihre Waffen, die Waffenbesitzkarten und Ihr Jagdschein bleiben eingezogen. Der Landesjagdverband hat Sie ausgeschlossen, das wissen Sie. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Haben Sie Besuch? Nein. Ja. Sie waren mit dem Urteil nicht einverstanden? Nein. Aber damit müssen wir leben. Vielleicht haben wir nicht gut genug ermittelt. Wiedersehen. Solltest du darüber nachdenken, mich aus dem Weg zu räumen, dann bist du dieses Mal mit Mord dran und mit lebenslänglich. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich bin kein Mörder. Ja, dann werden wir ein schönes, langes Leben zusammen haben. Wieso? Ich habe die Schlüssel abgegeben. Wir dachten schon, jetzt fängt alles nochmal von vorne an. Ich kann mich beherrschen. Ja, ja, aber du kannst nicht gegen dein Misstrauen an. Moment. Wollt bloß mal sehen, wer da kommt. Und wer kommt? Deine Tochter. Ende. Besucht. Ich konnte nicht. Ich wollte deine Mutter nicht töten. Du hast sie aber getötet. Da kommt eine neue Tür hin. Gehen wir noch nebenan? Setz dich doch. Setz dich doch. Willst du nicht wieder hier einziehen? Ist auch dein Zuhause. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du es tätest. Wie soll das gehen? Können wir zusammen zum Grab gehen? Ich wollte eigentlich nur sehen, ob du noch aussiehst wie mein Vater. bin dein Vater. Sie sind seine Tochter. Er hat viel von Ihnen erzählt. Ich bin Frank Wendt. Wir haben 2 Jahre und ein paar zerquetschte sozusagen zusammen verbracht. Meine Tochter wird hier einziehen. Vielleicht. Das wird nicht nötig sein. Ich werde auf Ihren Vater aufpassen, wie auf meinen Augapfel. Setzen Sie sich doch. Ich möchte wieder gehen. Wie wär's mit einem Gläschen Shampoos? Halt wirklich deine Schnauze! Na, wie redest du denn mit mir? Also ich weiß nicht. Auf Leos Schreibtisch finde ich nie was. Dann such doch nebenan, auf deinen eigenen Tisch. Da bin ich ja so weit weg von euch. Na, war es ein fröhliches Wiedersehen? Axel, du hast eine makabere Fantasie. Aber mit Lügen fängt er bereits wieder an. Er ist dir gegenüber nicht mehr zur Wahrheit verpflichtet. Er hatte Besuch, aber er sagte, er hat keinen. Es ist vorbei, Leo. Der Fall ist abgeschlossen. Ja, Kassier. Was wäre? Oh ja. Bitte bringen Sie sie rauf. Danke. Es ist vielleicht doch noch nicht vorbei. Seine Tochter kommt. Du bist manchmal erschreckend stur. Und ihr entschieden zu wenig. Was ist los? Das Jagdfieber ist wieder ausgebrochen. Die Tochter von Gallo kommt. Ich bin am Computer. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie. Den Stuhl kennen Sie ja noch. Und die Kollegen kennen Sie auch alle. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Sie waren auch bei Ihrem Vater. Das war Zufall, dass ich gerade vor Ihnen da war. Er war nicht allein. Jemand aus dem Gefängnis ist bei ihm eingezogen. Wusste ich doch, da war noch jemand bei. Hat er auch einen Namen? Frank Wendt. Hast du das gehört, Werner? Frank Wendt, habe ich verstanden. Was das? Ich hatte den Eindruck, dass er gegen den Willen meines Vaters da ist. Wie soll denn das laufen? Keine Ahnung. Vielleicht kann er ihn irgendwie erpressen. Wenn Sie damit recht haben, kann das nur heißen, dass Ihr Vater diesem Frank Wendt Details vom Tode Ihrer Mutter erzählt hat, die nichts mehr mit fahrlässiger Tötung zu tun haben. Dann war es also Mord? Das haben Sie gesagt. Und um viel Geld geht's auch noch. Hallo. Frank Wendt ist das, was man als Berufsverbrecher bezeichnen kann. Können Sie da nichts machen? Nein, es sei denn, Ihr Vater bittet uns um Hilfe. Und das wird er nicht tun? Davon gehe ich aus. Ich wollte den Wagen eigentlich fahren. Ich war ihn. Wieso läuft er eigentlich so einfach nach fast 3 Jahren? Ich habe ihn durchgesehen. Übrigens, durch deine Garage kann man am besten einbrechen. Nächste rechts. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Du hast überhaupt nichts verstanden. Ich wollte sie nicht umbringen. Wenn das so gewesen wäre, hättest du längst die Bullen gerufen und mich rausgesetzt. Was ist denn das für eine Nummer? Du hältst dich da raus. Du bist die Schwester meiner Frau. Du solltest mir besser nicht die Hand geben. Wie du meinst. Was soll das hier? Ich möchte jetzt endlich die Sachen von Maria abholen. Wo ist denn dein Bruder? Wolfgang? Der würde dich auf der Stelle umbringen, jetzt wo du draußen bist. Es hat wohl keinen Zweck, wenn ich mich verteidige. Nein, absolut nicht. Können wir jetzt? Bitte. Das lässt du dir einfach so gefallen? Sachen gehören meiner Frau. Ich will mich nicht an ihr bereichern. Das ist ein guter Satz. Mit 2 Millionen aus ihrer Lebensversicherung kannst du dir den leisten. Ich glaube nicht, dass wir zusammen alt werden. Entscheidend war für den Richter der langjährige Alkoholismus. Du weißt, dass Gallo inzwischen trocken ist? Schwick, im Knast. Dass Gallo pleite war, hat den Richter gar nicht interessiert. Worauf willst du hinaus? Also, ich will jetzt nach Hause. Heimann? Nein, nein, wir sind schon noch da. Und wer? Wir sind schon unterwegs. In der Villa Gallo ist jemand erschossen worden. Wer jemand? Ein Mann, mehr wussten die Kollegen auch noch nicht. Wusste ich doch. Das geht schief. Wer hat den Toten gefunden? Wir? Die Nachbarn haben angerufen. Sie haben Schüsse gehört. Und die Terrassentür? Die war offen. Geht ihr schon mal zu den Nachbarn? Die sind schon unterwegs. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, Leo, es ging nicht schneller. Meine Güte, der sieht ja aus. Der war noch da. Wer? Frank Wendt. Woher willst du wissen, dass der das war? Ich sag dir nicht, dass Wendt auf Norbert Gallo geschossen hat. Kümmere dich bitte als erstes um die beiden Gläser. Eine furchtbare Geschichte. Ja, ja. Wir haben, während der weg war, immer ein Auge auf das Grundstück gehabt. Ja, muss man ja. Was war mit dem Möbelwagen? Wissen wir auch nicht. So gut kannten wir die Gallos nicht. Naja, die haben erst vor 10 Jahren die Villa gekauft. Manchmal ist es besser, wenn man sich nicht so gut versteht. Wie viele Schüsse haben Sie denn gehört? Wir haben nicht gezählt. Es ging ja alles so schnell. Ja, das war's dann. Kommen Sie. Und nun wiederhol noch mal, was du ihm gesagt hast. Ich will nicht mit dir streiten, Leo. Streiten wir uns? Wenn der Wendt nicht geschossen hätte, dann wäre er doch jetzt hier. Werner, der bleibt doch nicht als Zeuge neben einer Leiche stehen. Der doch nicht. Also, die Terrassentür war offen, aber die Schüsse sind durch die Fenster von der Tür gekommen. Das bedeutet doch irgendwas. Du kannst mit einer offenen Tür eine falsche Fährte legen. Oder umgekehrt. Na gut, gib den Frank Wendt in die Fahndung, ja? Sag mal, ich habe von gar keinen Notarztwagen gesehen. Die waren schon wieder weg. Die hatten noch einen anderen Einsatz. Na ja. Also der war sofort tot. Leo, kommst du mal bitte? Ja. Sag mal, hat der was? Wieso soll er was haben? Ich brauche mal die Personalien von dem Toten. Sie kennen mich noch? Ja. Ich bin die Schwester der Ermordeten. Ja, ich weiß. Sie widersprechen mir gar nicht beim Mord. Wieso sind Sie hier? Kommen Sie bitte. Ich gehe da nicht rein. Gut, Frau Horst, wir fahren ins Präsidium. Sie können mir den toten Norbert Gallo ruhig zeigen. Das möchte ich aber nicht. Bitte, kommen Sie. Sag doch was. Ich kann dazu kommen, wenn du das willst. Und ich kann einen Rechtsanwalt mitbringen. Bist du verrückt? Das macht uns doch bloß verdächtig. Die werden sowieso früher oder später gegen uns ermitteln. Mach dir da nichts vor. Ich melde mich wieder, sobald ich kann. Sei vorsichtig. Ihr müsst zur Tochter von ihm fahren, zu Kirsten Gallo. Müsst ihr sagen, was passiert ist. Das hast du fein ausgedrückt, Leo. Wir werden ihr sagen, dass sie jetzt um 2 Millionen Mark reicher ist. Das werdet ihr natürlich so nicht sagen. Oder doch? Ach, ich überlasse es euch. Ende. Also machen wir es kurz. Was wollten Sie gerade jetzt bei der Villa Gallo? Wir haben am Abend das Zimmer meiner Schwester ausgeräumt. Beim Auspacken habe ich einen Schlüsselbund gefunden und den wollte ich in den Briefkasten werfen. Ja, das war's schon. Die Fahrt hierher hätten wir uns sparen können. Wie geht's Ihrem Bruder? Schlecht. Er hat den Tod unserer Schwester bis heute nicht verwunden. Glaubt er auch, dass es Mord war? Ich möchte Ihnen darauf keine Antwort geben. Als Sie die Sachen Ihrer Schwester geholt haben, ist Ihnen da was aufgefallen? So ein Typ war da. Der sah aus, als ob er da nicht hingehört. Der gehörte da auch nicht hin. Kommen Sie. Bitte. Entschuldigung. Ja, das hier. Sind Sie das, Herr Wendt? Das ist richtig, ich bin das. Und wo ich anrufe? Hätte ich ihn sicher nicht auf die Nase binden. Ich rate Ihnen dringend, sofort zu uns ins Präsidium zu kommen. Wenn Sie mir zusichern, dass ich bei Ihnen heil wieder rauskomme. Sonst geht's Ihnen gut, ja? Freies Geleit gibt's bei uns nicht. Wir kriegen Sie. Weggeschaut. War er das? Das war er. Hat er Norbert Gallo umgebracht? Fragen Sie mich was Leichteres. So, jetzt machen wir ein Protokoll. Hallo. Hallo. Na? Läuft die Fahndung nach Wendt? Der hat hier eben angerufen, der kommt nicht freiwillig. So, jetzt wir beide. Wo sind eigentlich die 2 Millionen aus der Lebensversicherung meiner Schwester? Ich nehme an, die liegen jetzt auf dem Konto von Norbert Gallo. Niemals hätte er das Geld kriegen dürfen. Guten Abend. Wir sind von der Polizei. Wir wissen, dass es spät ist. Sie kennen uns? Ja. Kommen Sie rein. Danke. Mein Vater. Ja. Wir haben ihn erschossen aufgefunden in seinem Haus. Sie erwarten nicht, dass ich jetzt zusammenbreche, oder? Nein, ganz sicher nicht. Wollen Sie sich setzen? Danke. War das dieser Mann da? Das wissen wir nicht. Wir möchten morgen im Präsidium noch mal über den letzten Besuch bei Ihrem Vater sprechen. Wie Sie wollen. 9 Uhr? Ja. Und das hier gehört alles Ihnen? Nein, meinem Freund. Mir gehört hier gar nichts. Und wo ist Ihr Freund jetzt? Er arbeitet in seinen Ferien in Zentralafrika am Krankenhaus. Er ist Arzt. Sie wissen, dass Sie jetzt reich sind? Ja. Wann genau ist mein Vater eigentlich erschossen worden? Gegen 22 Uhr. Und Sie wollen gar nicht wissen, wo ich in der Zeit war? Doch. Wo waren Sie denn? Hier zu Hause. Allein. Suchen Sie diesen Mann? Ja, sicher. Erstmal als Zeugen. Ja, ich bin's, Wolfgang. Ich bin im Auto. Ja, hier direkt vor deinem Haus. Theresa, die ist auf dem Präsidium. Du, ich muss dich jetzt unbedingt sehen. Ich muss wissen, was du denen erzählt hast. Warum? Die stehen morgen bei mir auf der Matte. Was soll ich gesagt haben? Vielleicht hättest du besser beim Prozess damals keine Drohung gegen ihn ausgesprochen. Hat Frau Horst noch was gesagt? Nee, nur dem Gallo weint keiner eine Träne noch. Es hört ja gar nicht mehr auf zu regnen. Außer Mord ist fast alles dabei. Frank Wendt. War sonst noch irgendwas? Wir haben keine Tatwaffe. Im Kies auf der Terrasse haben wir 3 Hülsen gefunden, Kaliber 9 mm. Und in seinem Körper stecken noch 2 Geschosse. Wir gehen gleich. Und? Ich hätte ganz gern mal eine gute Nachricht. Ja, dann ist das jetzt die gute Nachricht. Das Alibi von Kirsten Gallo ist gleich 0. Ja, was ist denn noch? Ja, schön vorsichtig mit dem Erbe umgehen. Mit den 2 Millionen. Die Hälfte bekommen echt, damit auch niemand erfahren, wer von euch Norbert Gallo erschossen hat. Gute Nacht. Wasserburger Landstraße, bitte. Die Fingerabdrücke auf den Champagnergläsern sind schon mal von Frank Wendt. Dann war ja der Letzte, der Gallo lebend gesehen hat. Oder der Mörder. Na, kann das nicht ein und derselbe sein? Wenn seine Tochter glaubt, dass er erpresst werden konnte. Dann ist der Prozess gegen Gallo falsch gelaufen. Dann haben wir schlecht ermittelt. Hi, Mann. Ja, bitte. 9 Uhr, die ist schon da. Oh, vielleicht sind Sie in Streit geraten. Und Gallo hat Wendt bedroht? Oh, na dann find mal die Waffe. Du hast vielleicht Nerven, dann find mal die Waffe. Ja, bitte? Ich muss los. Morgen. Ja, mach mal. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, gibt es irgendwas, was wir noch wissen müssen? Also hat sich inzwischen irgendwas ereignet? Nein. Gab es in Ihrem Haus vielleicht noch eine Waffe, von der Sie wissen? Und die wir nicht gefunden haben? Keine Ahnung. Sie haben doch mal einen Jugendjagdschein gemacht. Kommt der Herr Kress nicht? Doch. Später. Wir fangen trotzdem schon mal an. Ich werde jetzt Ihre Aussage über Ihre letzte Begegnung mit Ihrem Vater auf Band aufzeichnen. Geh jetzt. Ich mach das schon. Bitte lass mich allein. Danke, Herr Horst. Ich habe Sie kommen sehen. Bitte. Ich bin mit dem Tod meiner Schwester einfach nicht fertig geworden. Meine Ehe ist in die Brüche gegangen. Meine Frau hat mich mit den Kindern verlassen. Es tut mir leid für Sie. Wissen Sie, unsere Eltern sind früh gestorben und meine Schwester war so etwas wie eine Mutter für uns. Ah ja, ich weiß. Was haben Sie denn empfunden, als Sie von Gallos Tod gehört haben? Genugtuung. Ehrlicher kann ich nicht sagen. Ein großes Gefühl der Gerechtigkeit. Ich weiß natürlich heute, dass das ein Fehler war. Meine Drohung damals im Prozess gegen Norbert Gallo, ein großer Fehler. Sie haben ihn nicht getötet? Nein. Aber ich hätte es gekonnt. Wo waren Sie denn gestern Nacht so um 22 Uhr? Hier, im Haus. Meine Schwester war bei mir. Ihre Schwester? Ja, sie wohnt bei mir. Seit meine Frau und die Kinder weg sind. Guten Tag, Frau Horst. Ihr Bruder war zur Tatzeit hier, hat er gesagt. Ja, wir haben hier gesessen und die Buchführung gemacht. Was ist eigentlich aus den Sachen von Ihrer Schwester geworden, die Sie abgeholt haben? Die haben wir erst mal eingelagert. Ja, danke. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Kress, wir haben Ihnen schon damals gesagt, Norbert Gallo hat eine Geliebte. Wir haben keine gefunden. Der wollte unsere Schwester loswerden. Und dann das Geld wollte der auch. Autohaus Horst. Ihr solltet euch um Kirsten Gallo kümmern, damit sie keinen Scheiß macht. gesagt, die Hälfte vom Erbe kriege ich. Und niemand wird erfahren, wer von euch Gallo erschossen hat. Kapito? Ich melde mich wieder. Chef, ich mache meine Probefahrt. Ah, Kirsten Gallo war hier. Ja, war sie. Und? Nichts und. Als ich sie gefragt habe, ob es irgendwas gibt, was wir wissen müssen, da ist sie ganz leicht aus dem Tritt geraten. Können wir uns dafür was kaufen? Oh, was? Wenn die Täter keine Fehler machen würden, würden wir manchmal ganz schön alt aussehen. Ist sie ein Täter? Für mich gehört sie dazu. Kirsten Gallo lässt gerade eine neue Scheibe einsetzen. Ich habe die Villa freigegeben. Sie wird da wohl einziehen. Hey, was ist denn nun passiert? Ich hab doch keinen Geburtstag heute. Du bist heute 41 Jahre bei der Polizei. Und da wir so viel von dir gelernt haben, kriegst du jetzt Blumen von uns. Jetzt musst du nur noch sagen, das war doch nicht nötig. Nein, das sage ich nicht. Aber danke. Und sonst bei dir? Wolfgang Horst hat wieder gesagt, der Gallo hatte eine Geliebte. Ja, Kresschen? Nein, nicht eingreifen. Wir kommen selber. Danke. Die Kollegen haben die Pension gefunden, in der Frank Wendt wohnt. Na dann. Ihr macht das aber nicht alleine. Ihr nehmt die Kollegen mit. Lilienstraße 12. Hm. Soll ich nicht mit? Du könntest mal langsam die Tatwaffe finden, ja? In 2 Tagen wird die neue Tür angeliefert. Kirsten Gallo? Ja, ich bin's, Wolfgang. Ja, wir haben es mal probiert. Du warst ja nicht zu Hause. Nein, ich will am Telefon nicht darüber reden. Am besten du kommst her. Ja, bitte komm. Es ist ja alles ganz furchtbar. Ja. Sie kommt. Wir möchten zu Herrn Wendt. Der Schlüssel ist weg. Der ist auf deinem Zimmer. Dann kommen Sie mit und schließen Sie auf. Herr Wendt, machen Sie die Tür auf, hier ist die Polizei. Der muss aber da sein. Schließen Sie auf. Где вы были так долго? Он уже давно ушел. Всегда вы приходите, когда не надо уже. Что за идиотство такое? С ума сойти. Warum sitzt du im Dunkeln? Sie kommt. Und? Gut, dann fange ich an. Frank Wendt, der Mann, der zuletzt bei Vater war, will uns um 1 Million Mark erpressen. Das kann er gar nicht. Lass mal. Uns hat er auch angerufen. Er hat offensichtlich gesehen, wer von uns meinen Vater erschossen hat. Ja, ich nicht. Soll ich jetzt sagen, ich? Oder dein Bruder, oder was? Wer von euch ist dafür, dass wir dir 1 Million zahlen? Bist du verrückt? Wer jetzt ja sagt, hat deinen Vater erschossen. Mein Gott, wir sitzen hier und suchen unter uns einen Mörder. Nein. Was nein? Nein, wir zahlen nicht. Nein. Ich auch, nein. Ich bleibe nicht übrig, wenn ihr das meint. Ja, aber einer von uns war's. Daran ändert sich nichts. Autohaus Horst? Ich rufe an, weil ihr gerade alle versammelt seid. Wir sollten was ausmachen, wann und wo. Das macht nichts. Ich nehme auch einen Scheck über 1 Million. Den löse ich ein, wenn das Erbe ausgezahlt ist. Das solltet ihr dann den Scheck sparen lassen. Ist einer von euch wegen Mord an Norbert Gallo dran? So einfach ist es. Also ich höre, wann, wo. Und es kommt nur einer von euch. Wir haben nochmal den ganzen Park abgesucht. Ach komm, so groß ist er nun auch wieder nicht. Jedenfalls haben wir die Luger nicht gefunden, die 9 mm. Wieso habe ich noch keinen Obduktionsbericht? Weil die noch nicht fertig sind in der Rechtsmedizin, Leo. Mir geht das alles viel zu langsam. Wenn der Frank Wendt ein reines Gewissen hätte, dann könnte er sich doch melden. Ja, theoretisch. Leute wie der haben nie ein reines Gewissen. Dann müssen wir eben den anderen auf den Pelz rücken. Und welchen anderen? Wolfgang Horst, Kirsten Gallo und Theresa Horst, in der Reihenfolge. Also ich würde ja mit Kirsten Gallo anfangen. Was macht die eigentlich beruflich? Seit sie bei ihrem Freund lebt, studiert sie Medizin. Heimann, wann war das? Ist gut, wir sind schon unterwegs. Auf dem Grundstück von Gallo ist schon wieder geschossen worden. Wer ist das? Das ist der, den Sie suchen, Frank Wendt. Ihr habt dann den gefunden? Oben auf der Terrasse. Wie sieht's aus, Doktor? Nicht doll, er ist bewusstlos. Wie viele Schüsse? 2, was ich gesehen habe. Die beiden stecken. Hier war der Kopf. Und so hat er gelegen. Neun Millimeter Luger. Der Tote lag diesmal draußen. Hm. Und was schließt du daraus? Dass Wendt den Mörder von Norbert Gallo gesehen hat. Ja, und dann? Und dann ist gut. Der hat versucht, den Mörder zu erpressen. Hm. Das ist aber gründlich schiefgegangen. Als erstes möchte ich Kirsten Gallo hier haben. Was würdet ihr sagen, wenn das die 9 mm ist, die wir suchen? Dann ist immer noch die Frage, wer damit geschossen hat. Ich fahre jetzt damit ins Labor und wenn ihr vielleicht die Spurensicherung einteilt. Ich lass dich ja gleich in Ruhe. Ich will nur, dass du jemanden schickst. Er soll im Klinikum rechts der Isar die Projektile abholen, die sie bei Frank Wendt rausoperieren. Ich mach das selber, Leo. Ja, gut. Ende. Ja, tut mir leid, wir sind schon wieder. Wir überlegen schon, ob wir nicht besser von hier wegziehen. Diesmal haben wir die Schüsse mitgezählt. Es waren 3. Ja, aber gesehen haben sie nichts. Von uns aus sehen sie nichts. Aber die beiden Schüsse, die beiden ersten Schüsse, da war eine Pause dazwischen. Ihr seid die erste Schicht zur Bewachung von Frank Wendt? Mhm. Hallo, sind das die Projektile? Mhm. Wir hören von Ihnen, wenn Herr Wendt zu sich kommt. Es kann sein, dass wir ihn noch eine Weile im Koma behalten müssen. Oh, das geht bitte nicht. Und ihr bleibt auf der Intensivstation bei Wendt. Ich kann nicht erkennen, dass für mich irgendwie eine neue Situation entstanden ist. Für uns ist schon eine entstanden. Und für Sie auch, wie Sie gleich merken werden. Jemand hat versucht, Frank Wendt aus dem Weg zu räumen. Wir gehen davon aus, dass Wendt den Mörder Ihres Vaters gesehen hat. Der hat natürlich ein hohes Interesse daran, nicht bekannt zu werden. Was wir uns auch vorstellen können, ist, dass Wendt versucht hat, den Mörder zu erpressen. Das heißt, Sie suchen den Mörder meines Vaters und den, der die Erpressung bezahlen kann. Da komme eigentlich nur ich in Frage mit meinem Erbe. Und wenn ja, auch für den Mordanschlag auf Frank Wendt, oder? Ich muss Sie enttäuschen. Niemand hat versucht, mich zu erpressen. Niemand. Aber da Herr Wendt, wie es aussieht, den Anschlag überleben wird, werden wir ziemlich schnell erfahren, was passiert ist. Er hat überlebt? Hat er. Ich habe meinen Vater nicht erschossen. Ich bin also nicht erpressbar und ich habe auch keinen Grund, Frank Wendt umzubringen. Also die Autowerkstatt ist verriegelt und verrammelt. Ich gehe mal davon aus, dass Wolfgang und Theresa Horst nicht da sind. Und was wollen Sie von den beiden? Die meisten Morde, mit denen wir zu tun haben, sind Beziehungskisten. Und da ist der Kreis der Verdächtigen nicht allzu groß. Also wenn Sie jetzt nichts weiter haben, würde ich gerne wieder in mein Bett gehen. Doch, wir haben noch was. Wo waren Sie vor etwa 1,5 Stunden? Zu Hause. Und wieder allein, wie schon mal. Sie wissen, dass wir Ihre Aussage überprüfen werden? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie halten sich bitte morgen zu unserer Verfügung. Ein harter Brocken oder unschuldig. Oder beides nicht. Und was macht ihr? Tja, warten. Könnt ihr nicht bei der Autowerkstatt warten? Oh, können wir auch. Ich möchte die beiden Horsts hier haben. Hm, heute noch? Morgen. Okay. Du, warte mal. Ist das hier ein Einschuss? Werner, kommst du mal? Ja. Was du alles siehst? Tja, mein Großvater war Späher. Ich möchte mal wissen, was dieser Einschlag bedeutet. Ach, keine Ahnung, du. Ich kann sowas jetzt nicht denken. Frag mich das morgen noch mal. Die Klinik könnte sich melden. Was wollen Sie denn noch so spät? Wir waren schon mal hier. Ja, wir waren weg. Tja, das haben wir gemerkt. Wir waren am Starnberger See, meine Schwester und ich. Sie hat sich gerade hingelegt. Was wollten Sie denn am Starnberger See? Wir haben da ein altes Motorboot liegen, noch von meinem Vater. Ich habe da was am Motor gemacht. Mitten in der Nacht? Tagsüber komme ich nicht dazu. Wir wollen Sie und Ihre Schwester morgen früh um 10 an der Villa Gallo sehen. Warum? Was ist denn passiert? Auf der Terrasse der Villa ist gerade der Mann angeschossen worden, der als letzter bei Norbert Gallo war. Angeschossen? Hm. Angeschossen. Sie haben 2 Kugeln aus ihm rausgeholt. Ja und? Wahrscheinlich kennt er den Mörder. Was haben wir damit zu tun? Wissen Sie, bei Beziehungsgeschichten hat immer jeder mit jedem zu tun. Also dann, bis morgen früh um 10. Morgen früh um 10 in der Villa. Ja, danke. Ja, was ist denn los? Ich warte immer noch auf eine Antwort. Das Projektil im Buchrücken. Wir haben noch zwei weitere Einschüsse in den Büchern gefunden. Ganz dicht beieinander. Kaliber 9 mm. Ach, jetzt schon? Und was ist? Soll ich jetzt in Sack und Asche gehen? Das würde dir mal ganz gut stehen. Wo ist Leo? Der wollte unbedingt noch mal in die Klinik. Wendt ist noch nicht bei Bewusstsein. Hm. Jetzt sag mal was zu den insgesamt 3 neuen Einschüssen, die wir gefunden haben. Das kann ich jetzt noch nicht. So weit war ich auch schon. Ja. Die Klinik hätte ich mal sparen können. Erzähl du mal. Die beiden Geschosse, die sie bei Wendt rausgeholt haben, sind Kaliber 7,65. Aha. Und die Luger? Den Schussvergleich bis morgen Vormittag. Und Fingerspuren? Da war ich natürlich schon neugierig. Die Fingerspuren auf der Luger sind ausschließlich von Wendt. Und von dem gibt's noch jede Menge andere Spuren. Zum Beispiel auf dem Feuerhaken am Messinggriff. Da war aber ewig kein Feuer im Kamin. So, bitte nehmen Sie Platz. Herr Kress wird gleich da sein. Eins, zwei, drei. Und? Du hast ja nun drüber geschlafen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass Wendt ins Gefängniskrankenhaus überführt wird, sobald der Transport fähig ist. Herr Wendt, die Sache ist gelaufen. Ich höre Ihnen jetzt einfach mal zu. Zuerst den Mord an Norbert Gallo. Das war kein Mord. Wir hatten Streit, Norbert und ich. Und plötzlich ging er mit einem Feuerhaken auf mich los. Was sollte ich denn machen? Sie wollten ihn erpressen mit dem Tod seiner Frau. Er wollte mich erschlagen. Und da haben Sie geschossen. Und dann? Dann ist er umgefallen und war tot. Ich habe dann die Hülsen aufgesammelt, den Feuerhaken zurückgebracht zum Kamin. Und dann bin ich weg. Durch die Terrassentür nach draußen. Und damit es aussieht wie Mord, haben Sie von draußen auch 3 Mal durchs Fenster geschossen. In die Bücherwand. Warum fragen Sie mich, wenn Sie schon alles wissen? Sie wollten den Mord der Familie anhängen. Als ein Racheakt der Familie an Norbert Gallo. Herr Wendt, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts auf Totschlag. Der Haftbefehl wird Ihnen vom Haftrichter zugestellt und sobald Sie transportfähig sind, werden Sie in ein Gefängniskrankenhaus verlegt. Und wer auf mich geschossen hat, wollte ich gar nicht wissen. Doch. Haben wir Sie bestellt? Nein. Aber ich hätte doch sowieso kommen müssen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oder? So, und jetzt warten wir auf den Augenblick der Wahrheit. Tja, zuletzt ist oft alles ganz einfach. Also, wer von Ihnen hat auf Frank Wendt geschossen? Er hat ja versucht, Sie mit Ihrem vermeintlichen Mord an Norbert Gallo zu erpressen. Aber Ihren Vater hat er umgebracht. In Notwehr, sagt er. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich dachte, du hättest deinen Vater umgebracht. Ich dachte, du. Genau damit, dass Sie sich nichts eingestehen konnten, wollte Wendt 1 Million Mark verdienen. Ja, ich habe es getan. Ich wollte nicht, dass du verurteilt wirst. Ich wollte dich schützen. Und ich wollte nicht, dass ihr das Geld kriegt. Stehen Sie auf, Herr Horst. Ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordversuchs an Frank Wendt.